Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Mittwoch. Ja, wir schauen schon Richtung Wochenende und da werden uns jetzt in den nächsten Tagen nach einem ja etwas kühleren Wochenbeginn schon wieder mildere Luftmassen erreichen. Teilweise wird sogar ja richtig frühlingshaft mild, aber gerade so für den Westen ist das Ganze schon ziemlich auf Kante genäht. Da sind wir der Tiefdruckzone so westlich von uns schon relativ nahe. Was das so bedeutet, was da so bei rauskommen könnte in den nächsten Tagen, da gucken wir dann gleich drauf. Dann werfen wir auch noch einen Blick in die nächste Woche, wo sich wohl ein ja, größeres Skandinavien-Hoch aufbauen wird und ob uns dann nochmal wirklich ja, Kaltluft aus Osteuropa, aus Russland erreicht oder was da so im Busch ist. Auch da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Zunächst gehen wir mal genau 6 Jahre zurück. Da war es ja richtig nochmal spätwinterlich, man kann sogar sagen richtig winterlich. Viele werden sich wahrscheinlich erinnern, so Ende Februar, Anfang März 2018, da war es nochmal richtig eisig kalt mit Dauerfrost, ja, und klirren kalten Nächten, wie wir hier sehen. Genau vor 6 Jahren, also dieselbe Nacht wie heute. Ja, heute Nacht hatten wir ja mal schnellweise leichten Frost, aber nicht zu vergleichen mit dem, was wir vor 6 Jahren hatten. Wir sehen hier verbreitet eigentlich ja strenger Frost von unter minus 10 Grad im Süden des Landes, auf der Alp, am Alpenrand, da ging es sogar runter bis auf minus 20 Grad. Ja, das Ganze hing natürlich mit einer ja, Skandinavien blockierenden Lage zusammen, mit einem Skandinavienhoch und einer Ostströmung, einer eisigen Ostströmung mit auch richtig eisigem Ostwind das Ganze verbunden. Also eine umfangreiche Hochdruckzone hier über Nordeuropa, die sich auch dort über einen längeren Zeitraum gehalten hat. Dann zeige ich euch nochmal die Temperatur in ja, ca. 1500 Meter Höhe damals. Und da sehen wir, dort lagen über Osteuropa, über Russland richtig eisig, klirrend kalte Luftmassen. Wir sehen das hier in der Höhe von teilweise bis zu minus 30 oder knapp minus 30 Grad. Und entsprechend konnte es halt dann auch nochmal bei uns so kalt, so eisig damals werden. Wir werden gleich sehen, in der nächsten Woche haben wir es mit einer vergleichbaren Wetterlage zu tun. Allerdings unter ganz anderen Vorzeichen, wie wir gleich dann sehen werden. Jetzt setzen wir erstmal an in der kommenden Nacht, in der Nacht zum Donnerstag. Momentan liegen wir ja so unter ja, leichtem Hochdruckeinfluss. Das heißt auch heute weitgehend trockenes Wetter, teilweise so ein bisschen ja, trüb noch, hochnebelartig. Teilweise aber auch dann der Sonnenschein. Und das heißt auch für die kommende Nacht wird es fast überall dann auch trocken bleiben. Und teilweise ist es dann auch mal klar. In einem größeren Streifen, so vom Südwesten bis in den Nordosten, ist das häufiger der Fall. So im Südosten, also vor allen Dingen in Bayern, hier mitunter so hochnebelartige Bewölkung. Teilweise können sich sowieso dann in der Nacht auch ein paar örtlich flache Nebelfelder bilden. Im Nordwesten kommt schon so ein schwacher Tiefausläufer, so eine schwache Warmfront allmählich auf. Das heißt, hier werden sich die Wolken im Laufe der Nacht verdichten und ganz in den Morgenstunden kann es mal so im Nordseeumfeld vielleicht ein paar Tropfen geben. Sonst verläuft die Nacht allerdings trocken. Wir sehen dann schon im Nordwesten nicht ganz so kalt die Nacht mehr. Hier wird es dann schon so runtergehen, nur auf 5, 6 Grad mit dem Wolkenaufzug. Ansonsten, wo es mal aufklart, ist nochmal wieder auch leichter Frost dann in der kommenden Nacht möglich. Blicken wir auf den morgigen Donnerstag. Da ist es dann so, wir haben es anfangs wieder mal mit so ein paar Nebelfeldern und auch Hochnebel zu tun, gerade so für Bayern. Da wird auch so ein größeres Statusfeld, also so ein Hochnebelfeld angedeutet, gerade so für Franken. Könnte mitunter sein, dass das hier eine ziemlich zähe Geschichte wird, vielleicht sogar bis in die Nachmittagsstunden, vielleicht löst er sich auch örtlich gar nicht auf. Falls das der Fall sein sollte, bleibt es natürlich hier auch entsprechend deutlich kühler, ansonsten doch häufig der Sonnenschein im Laufe des Tages. Recht verbreitet wird es auch ein sehr freundlicher und dann schon so ein bisschen vorfrühlingshafter oder frühlingshaft milder Tag mit Werten so 12 bis 14, vielleicht sogar örtlich bis an die 15 Grad. Kleine Ausnahme verbleibt der äußerste Nordwesten, wo ja schon nachts die Wolken aufziehen. Und dieser Tiefausläufer kommt erstmal gar nicht weiter voran. Das heißt, im äußersten Nordwesten, alle so Niederrhein, Kreis Kleve, Emsland, Ostfriesland bis hoch nach Nordfriesland. Hier die Wolken doch meist kompakt und hier kann es auch mal ab und zu etwas regnen und entsprechend kühler bleibt es hier bei Werten nur so von 8 bis 10 Grad. Jetzt schauen wir mal auf die Wetterlage für den Freitag und da sehen wir eine Tiefdruckgebiet so westlich von uns und das ist verbunden mit einem Trog mal wieder, wie wir auch gleich nochmal sehen werden, der sich wieder so bis zur Iberischen Halbinsel bis zum Mittelmeer eingraben wird. Schon wir liegen erstmal auf der Vorderseite, gibt aber auch noch so ein Tief über Norditalien und in Verbindung dieser beiden Tiefdrucksysteme kommen weiterhin sehr milde Luftmassen, vor allen Dingen in die Osthälfte des Landes. Der Westen halt immer näher oder relativ nah dran halt an dieser Tiefdruckzone und da muss man immer mal so schauen, so kleinere Tröge bzw. feuchte Felder können dann immer mal so ein bisschen in den Westen hereinziehen und das macht die Vorhersage so ein bisschen schwierig und auch noch ein bisschen ungenau, wie wir gleich sehen werden.
So setzen wir dann an, mal am Freitag, erstmal in der Nacht zum Freitag, da gammelt so eine erste Front von Westen herein mit leichtem Regen im Westen. Diese Front oder beziehungsweise die Reste davon, die verbleiben wahrscheinlich erstmal so über der Mitte, so von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg, wo es wohl häufig erstmal so trüb ist, kann auch mal örtlich ein bisschen nieseln, ein bisschen tröpfeln, meist ist es aber trocken. Gleichzeitig schaufelt das tief über Italien, feuchte Luftmassen über die Alpen in den Süden von Bayern und Baden-Württembergs, also auch hier kompakte Bewölkung und zeitweise etwas Regen, in den Hochlagen der Alpen auch etwas Schnee. Wahrscheinlich recht freundlich im Osten und Nordosten des Landes, wo nach örtlichem Nebel häufig die Sonne scheint. Und gleichzeitig später tut sich dann wahrscheinlich auch im Westen nochmal ein größeres Sonnenfenster auf. Das heißt auch hier im Nachmittag durchaus immer mehr Sonnenschein. Während wieder noch etwas weiter westlich, so über Benelux und über Frankreich, schon wieder dichtere Wolken mit Schauern warten. Also das ist schon so alles ein bisschen knapp, aber so könnte so in etwa der zeitliche Ablauf aussehen und wir sehen weiterhin doch insgesamt doch häufig sehr mild, kühler natürlich dann an den Alpen mit den dichten Wolken, wo es regnet, hier wahrscheinlich sogar einstellige Temperaturen. Gehen wir noch ein bisschen weiter und schauen aufs Wochenende. Erstmal die Höhenwetterkarte jetzt für den Sonntag schon mal. Und da sehen wir diesen Trog, wie er dann so von den britischen Inseln so bis zum Golf von Genua reicht. Und ja, wir, sowohl der Westen als auch der Osten, wahrscheinlich erstmal sogar am Sonntag noch auf der Vorderseite. Aber wie gesagt, wir sehen das hier nochmal, der Westen immer nah dran an diesem Trog, an dieser Tiefdruckrinne, an dieser Tiefdruckzone. Und wenn wir uns mal die Bodenwetterkarte dazu anschauen, da sehen wir dann sogar so eine flache Tiefdruckrinne, die bis in den Südwesten des Landes, also bis nach Baden-Württemberg reicht. Also das ist immer dann halt so ein bisschen diese kippelige Sache, wie weit das Ganze in den Westen des Landes vorankommen wird. Also insgesamt das Ganze schon so ein bisschen Tiefdruck bestimmt, wobei wir gleich sehen werden in Sachen Niederschlag, wenn wir uns jetzt mal den Samstag und den Sonntag angucken, dürften die beiden Tage doch für die meisten Landesteile doch relativ trocken verlaufen. Wenn wir uns den Samstag anschauen, haben wir auch noch mal so ein feuchtes Feld im äußersten Osten mit so einem kleinen flachen Tief. Das heißt, so vom östlichen Bayern über Sachsen-Brandenburg bis zur Ostsee, bis nach Vorpommern. Wahrscheinlich auch der Samstag mal so ein bisschen stärker bewölkt, kann auch hier mal zeitweise regnen. Sonst so ein Bereich, wo es vom Süden bis in den Norden doch recht freundlich ist. Mal örtlicher Nebel, ein paar Wolkenfelder, aber auch wahrscheinlich recht häufig dann der Sonnenschein, während dann halt ganz im Westen. Also es betrifft häufig dann vor allem die Gebiete so Emsland, Niederrhein, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, vielleicht noch so den äußersten Westen von Baden-Württemberg zur französischen Grenze hin, wo auch mal so dichtere Wolkenfelder reinkommen können mit etwas Regen oder Schauer. Wahrscheinlich passiert nicht viel, wie wir gleich sehen werden, aber das Ganze ist halt noch so ein bisschen unsicher. Ja, und da könnte es dann halt auch, was die Temperaturen ganz im Westen betrifft, natürlich auch so ein bisschen Abzüge geben, wenn es hier sich zuzieht, wenn es halt hier nicht mit Sonne reicht und dann halt mal ein paar Wolken raufkommen und es teilweise regnet, hier nicht ganz so mild, sonst häufig dann auch Temperaturen wieder über 10 bzw. auch 14, 15 Grad und die könnten sogar zum Sonntag noch etwas getoppt werden, wo wahrscheinlich dann vor allen Dingen im Süden und im Osten des Landes wieder häufig die Sonne scheint, hier sogar Temperaturen an 16, vielleicht sogar 17 Grad möglich sind, also das Ganze schon richtig frühlingshaft mild. Muss man halt mal abwarten, wie es ganz im Westen und Südwesten aussieht. Hier die Wolken mitunter ein bisschen kompakter, könnte auch mal Schauer reichen. Eine Sache habe ich vergessen für den Samstag, die muss ich gleich nochmal eben nachholen. Also im äußersten Westen könnte es dann halt auch etwas wolkiger werden, vielleicht mit etwas Regen oder auch mal ein paar Schauern. Was ich vergessen habe bei all den Karten, die ich vorbereitet habe, ich wusste, dass mir das passiert, ist, dass sogar von manchen Wettermodellen für den Samstag an den Alpen sogar ein paar Schauer oder einzelne Gewitter gerechnet werden. Ja, wir haben dann März und die Sonne hat schon so ein bisschen Kraft, so eine feuchtere Luftmasse, da könnte es vielleicht direkt an den Alpen auch mal für erste konvektive Ereignisse reichen. Ich denke, jetzt haben wir das Wochenende abgehandelt. Was ich euch nochmal zeigen möchte, ist nochmal die Niederschlagssummenkarte bis einschließlich Sonntag. Und da verdeutlicht das Ganze nochmal. Wir brauchen nur so ein bisschen weiter nach Westen schauen. Hier über Frankreich schon mit der gelblichen Färbung. Da wären teilweise größere Regenmengen in den nächsten Tagen mit 20, 30 bis teilweise über 40 Liter pro Quadratmeter gerechnet. Und diese feuchte Zone mit dem Niederschlag, die reicht dann noch hoch bis zur niederländischen Nordseeküste. Also wir sehen, das Ganze ist nicht weit weg. Wenn sich das noch ein bisschen verschiebt, dann kann es gerade ganz im Westen, wir sehen das auch hier so bis in den Aachener Raum, auch teilweise mal so Luxemburg, dass es hier sogar dann halt auch etwas nennenswertere Mengen gibt. Ansonsten viel weiß, das heißt meist trockenes Wetter. Die schwachen Tiefausläufer ganz im Osten bzw. auch im Süden, die haben wir ja entsprechend angesprochen.
Jetzt gehen wir mal weiter in die nächste Woche, schauen schon mal für den Dienstag mal auf die Höhenwetterkarte und da sehen wir so einen schwachen Trog, so einen leichten Trog, ein Tief, der es von Westen hereinkommt. Das heißt kurzum, um das mal nochmal zu verdeutlichen, der Wochenbeginn wahrscheinlich insgesamt so ein bisschen unbeständiger, auch so ein leichter Temperaturrückgang, auch nach Osten und Süden hin nicht mehr so ganz so mild, so ganz so frühlingshaft mild. Wenn wir dann ein bisschen weitergehen und schauen uns mal die Höhenwetterkarte, nee, nicht die Höhenwetterkarte, erstmal die Bodenwetterkarte für den Donnerstag an. Und da erkennen wir, dass sich dann ein richtiges Hochdruckgebiet über Skandinavien aufbauen wird. Und das sorgt natürlich dann auch wieder für eine östliche Strömung und damit natürlich auch für kühlere Luftmassen, die aus Osteuropa zu uns kommen können. Gleichzeitig auch ein Tief auf dem Atlantik, das schaufelt schon wieder womöglich mildere Luftmassen Richtung Biskaya, Richtung Frankreich, Richtung britische Inseln. Wenn wir uns aber mal, dann nehmen wir jetzt mal wieder Bezug auf die Wetterlage von vor 6 Jahren, die Temperaturen in der Höhe, in 1500 Meter Höhe angucken, da sehen wir hier über Osteuropa, sehen wir, dass wir es hier noch mit deutlich milderer Luft zu tun haben. Natürlich ist es hier auch kälter und aus Osten jetzt keine Mildluft, keine Frühlingsluft in dieser Jahreszeit. Aber da liegt nicht, ich zeige euch jetzt nochmal die Karte von vor 6 Jahren. Das war natürlich auch eine Woche früher. Aber da lag halt ein richtig klarer Eisluftkörper, klare, kalte Luft über Osteuropa, über Russland. Das ist jetzt halt nicht der Fall. Kurzum, die Temperaturen könnten dann oder werden wahrscheinlich dann im Laufe der Woche zurückgehen. Also nichts mit großer Frühlingsmilde. Gleichzeitig könnten auch noch so ein paar kleinere Höheneier eine Rolle spielen, habe ich hier mal mit diesem T, was so ein bisschen schraffiert ist, eingezeichnet. Also die könnten auch so ein bisschen diese Vorhersage noch durcheinander wirbeln und so ein bisschen für Wolken und vielleicht auch leichte Niederschläge sorgen. Also das jetzt mal der Blick darauf. Dann noch mal kurz eine Ensembleberechnung. Ich habe mal Erfurt herausgesucht, so mitten über Deutschland, so ungefähr zumindest. Da sehen wir erstmal dieses doch recht milde Wochenende, den milden Sonntag, dann so einen leichten Temperaturrückgang so Richtung Dienstag, Mittwoch. Und dann sehen wir aber auch, dass dann so ein bisschen die Bandbreite wieder auseinander geht. Es gibt so ein paar kühlere Lösungen, die auch mal so unter 10 Grad liegen, auch ein bisschen mildere Lösungen. Ich wäre da jetzt erstmal skeptisch, ob es jetzt die große Milde gibt. Also wahrscheinlich die Tendenz jetzt so für die erste Märzhälfte doch ein Temperaturrückgang, nichts mit großer Frühlingsluft. Denn wenn ich jetzt nochmal als allerletztes nochmal eine Glaskugelkarte aus dem GFS zeige, da sehen wir eine Tiefdruckzone dann zum übernächsten Wochenende, die schon wieder zu uns reinreicht. Das Skandinavienhoch hat sich zurückgezogen, aber mit diesem Tief würden jetzt auch keine großen frühlingshaft milden Luftmassen zu uns kommen. Das wäre dann eher so eine zähe Geschichte, was die Frühlingsluft bzw. was die Entwicklung für den März betrifft. Das soll es jetzt reichen. Daher gibt es nochmal ein Update von Fabian hinsichtlich der weiteren Märzentwicklung. Macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.